Der Sturz von Wolke 7 auf den Boden der Tatsachen. Manchmal kommt er ganz plötzlich. Ausgelöst von einer Erkenntnis, die lange vom rosaroten Glücksgefühl beiseite geschoben wurde, doch auf einmal sonnenklar aufleuchtet. So ungefähr lässt sich wohl das Liebesaus von Simone Thomalla und ihrem Berliner DJ Nicolino Ermano beschreiben. Kurz und knapp bestätigte das Management der Schauspielerin vergangene Woche gegenüber der Bild-Zeitung die Trennung des Paares. Dabei schwärmen die beiden noch Ende Februar im TV voneinander, als sie auf der Couch bei Bunte Live in der Sat.1-Sendung Volles Haus saßen. Dort absolvierten sie bester Laune einen Liebestest, den sie mit Bravour bestanden. Was ist passiert? Hat er sie hintergangen? Nicolino trifft überhaupt keine Schuld. Simone und er sind immer noch gut miteinander, betont Simone Thomallas Managerin und langjährige Freundin Brigitte Maid gegenüber Bunte. Aber so ist das manchmal mit Gefühlen. Manchmal halten sie lang und manchmal eben nicht. Simone hat entschieden, dass es nicht weiter langt. Ein rigoroser Schlussstrich einer Beziehung im Blitzlicht. Das der Selfie-Kamera inklusive. Schließlich war es Nicolino, der im August 2022 das erste gemeinsame Foto mit Simone mit den Worten 321 Mainz garnierte und auf Instagram veröffentlichte. Im Oktober dann der erste offizielle Paarauftritt bei der Tribute to Bambi Gala in Berlin. Es folgten weitere Auftritte auch im TV. War es eine Liebe, die zu schnell zu viel wollte? Fest steht, Simone Thomalla lernte den Berliner mit italienischen Wurzeln kennen, nachdem sie die schmerzvolle Trennung mit Handballer Silvio Heinevetter hinter sich hatte. Natürlich gab es eine Phase, in der ich dachte, ich könnte mich nie wieder einem Mann öffnen, geschweige denn wieder neu verlieben, gestand Simone Thomalla Bunte im Januar 2023 und verriet, dass sie ihre neue Liebe bei einer Hoteleröffnung kennengelernt habe. Er ist wie eine warme Decke. Zwischen uns ist vieles selbstverständlich, unaufgeregt, respektvoll und vor allem auf Augenhöhe. Wir reden stundenlang. Er nimmt an meinem Leben teil und er hat Freude daran und ich an seinem. Ich habe noch nie so viel gelacht wie im letzten halben Jahr, schwärmt der TV-Star über den Musiker weiter und ergänzt, klar fetzen wir uns auch. Das ist mit mir auch ein leichtes und mit ihm sowieso, denn Nicolino ist Italiener durch und durch und dazu gehört auch viel Temperament.